bin so nett anmoderiert worden. Ganz, ganz herzlichen Dank. In der Tat bin ich ein, wie habe ich das, das Bild, den Ruf bekommen, ein ja, kontroverser, provokanter Mensch zu sein in dieser Branche. Muss man natürlich sagen, dass ich in dieser Branche wird man sehr leicht, sehr kontrovers. Ich aussage, dass ich in der Filmverwertung in den letzten 20 Jahren nicht wirklich viel getan habe. Das reicht schon, um dieses Stigma des kontroversen, provokanten Andersdenkers zu bekommen. Das gebe ich einfach mal an Sie alle zurück. Ich werde auch die Folie nochmal dazu aufgeben. Aber in der Tat würde ich mich sehr freuen, sozusagen, wenn wir diesen kontroversen Dialog entsprechend führen. Hier sitzt, der Klingspann, Sie diskutieren gleich mit uns, oder? Ja. Der Klingspann, Sie mal ein kleines Dankeschön nochmal anrichten, denn es gab tatsächlich mal einen kritischen Moment, wo ich dachte, jetzt fallen gleich 400 Kinobetreiber über mich her und machen irgendwas Schlimmes mit mir, als ich tatsächlich genau das gesagt habe, mit dem, habe ich sowas gerne probiert, gesagt, ja, kriegswirtschaftliche Professionalisierung habe ich angemahnt oder zumindest als nicht schädlich bezeichnet. Daraufhin, musste mir dann der Klingspann zur Seite und sagen, Mensch, der sagt doch gar nicht so dumme Sachen. Insofern durfte ich dann auch zu Ende referieren und auch in geordneter Weise die Veranstaltung zu Ende führen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier referieren bin. Ich halte es auch sehr kurz. Das ist derselbe oder eine sehr ähnliche Präsentation, wie ich sie vor kurzem, Herr Koch hat es glaube ich angesprochen, gab es ein Meeting, ein Think Lab oder wie auch immer, Roundtable, wie man das nennt, auf EU-Ebene in Cannes, wo es deutlich wärmer war als in Berlin. Aber die Sonne war genauso schön. Also das ist, da haben die sich getroffen und da waren ganz viele wichtige Leute und ich durfte dann die akademische Seite auch zeigen. Da blieben mir nur 6 Minuten, habe ich auch geschafft in 6 Minuten. Ich nehme jetzt 10 oder 12 oder 15 Minuten, schauen wir mal, als Input für diese Diskussion. Ja. Das wird schon mal nichts. Doch, passiert was. Also, vielleicht noch ganz kurz, wie komme ich eigentlich zu dieser Rolle, die ich da als kontroverser Denker oder Querdenker in dieser Industrie habe. Es liegt daran, ich bin ein großer Filmbuff, ich bin ein großer Filmfan. Liebe so alles quer durch die Archive und auch das Moderne, über Hitchcock, Truffaut bis hin zu den Avengers. Wollte irgendwann mal, so Herr Koch hat es so ähnlich gesagt, wollte irgendwann mal kreativ sein, wollte irgendwann mal Filmjournalist werden. Habe dann aber erkannt, dass ich wahrscheinlich keiner der Top-Journalisten geworden wäre. Und habe dann gesagt, ich studiere jetzt BWL. Habe ich auch gemacht und dann immer weitergegeben. Und irgendwann habe ich erkannt, dass man BWL auch auf Filme und andere Medienprodukte anwenden kann. Und das ist schon ein bisschen das, was ich heute tue. Das ist der Weg. Ich hatte Ihnen gesagt, eine ganz provokative Aussage ist, wenn man darüber nachdenkt, wie sieht es eigentlich mit dem Vertriebsmodell aus für Spielfilme, denke ich halt, wenn ich mir das so anschaue, dass es gar nicht so richtig anders ist heute als vor langer Zeit. Wo kommt das Modell her? Sie sehen hier hinten, sehen Sie sozusagen das Ihnen sehr gut bekannte Modell, nicht Film, kommt ins Kino, dann wartet man 4 oder 6 Monate und dann noch einige Monate länger, bis er dann ins Fernsehen kommt, PTV und so weiter. Man kann jetzt sowas streiten, manchmal ist Rental for Sales und manchmal ist Sales for Rental. Online-VOD ist manchmal auch ein ganz bisschen vor, manchmal ein bisschen zurück, alles ist dort im Fluss. Aber das ist das Modell. Und letztendlich ist das genau das Modell, was ist schon, oder woher kommt das Modell? Das kommt aus den 80er Jahren. Das kommt nämlich, das Fenstermodell ist geschaffen worden als Reaktion auf die Einführung der Leih-VHS, beziehungsweise Leih-Videokassette damals. Da gab es nichts anderes.
Irgendwann gab es dann, wie hieß das, Day and Date, da habe ich mir irgendwann den Indiana Jones, den ersten Raiders of the Lost Ark, als Videokassette, VHS-Kassette gekauft für 99 Mark damals, was für so einen Schüler ganz schön viel Geld war. Das waren damals die Realitäten, aber 80, als es eingeführt wurde, Sie sehen hier hinten auch ganz nett, finde ich, die damaligen Marktrealitäten. Wer hat das Geld eigentlich geschaffen? In welchen Kanälen ist das Geld generiert worden? Und Sie wissen und Sie sehen natürlich, 2004 ist jetzt die ältesten Zahlen, da hat die NPA weiterhin aufgehört, die Zahlen zu publizieren. Sozusagen, dass das heute ganz anders aussieht. Der Kanal oder die Distributionsfenster sind aber weitgehend noch die gleichen. Herr Koch sprach von 4 Monaten, das ist ob 4, 5 oder 6, aber dieses Fenster kommt daher. Ich sage nicht, dass das Fenster falsch ist, das werde ich ja auch nicht sagen, das ist auch nicht meine Sicht. Ich sage nur im Moment, woher es kommt. Es gibt Argumente, die habe ich mal zusammengetragen, dafür, das Fenster zu verändern, das Fenster zu verkürzen. Ich habe, glaube ich, 4 Argumente zusammengetragen, jetzt muss ich mal zurück. Ja. Als erstes mal gibt es den, der eigentlich die Filme guckt. Wenn Sie den Konsumenten fragen, dann sagt der Konsument, ich möchte den Film sehen, wann ich möchte und wo ich möchte. Das ist relativ einheitlich. Das heißt, alle Entscheidungen für ein Fenster sind erstmal nicht im Einklang mit dem, was der Konsument möchte. Ich kann natürlich sagen, wenn der Konsument dann wüsste, was er denn da denkt und was er will, dann würde er es anders sehen, darüber kann man gleich sprechen. Produzenten von Mainstream-Film-Studios insbesondere argumentieren sehr stark, dass sie sehr viel Geld in die Werbung geben und einen Film teuer aufbauen, eine Marke teuer aufbauen und dann lange warten müssen, bis sie diese Marke entsprechend cashen können, bis sie das Geld auf dieser Marke wieder zurückbekommen. Was passiert in der Zeit, wenn ich Sie jetzt frage, was haben Sie vor 6 Monaten genau gemacht oder welchen Film haben Sie vor 6 Monaten geguckt, dann weiß außer den wirklich spitzen Erinnerern unter Ihnen, weiß das keiner. Ich weiß es überhaupt gar nicht mehr, was vor 6 Monaten so war. Verwechsel auch 6 Monate mit 6 Wochen und 6 Tagen und auch mal 6 Jahre und so. Was wir wissen ist, wir vergessen unglaublich schnell. Das ist die Kernaussage und das nervt die Produzenten von Filmen. Wen es noch nervt, das sind Produzenten von Independent-Filmen, von Arthouse-Filmen und kleineren Filmen, denn die haben gar kein Marketing-Budget. Dann können sie ja sagen, ja, den kann auch keiner vergessen, dass dieser Film in die Kinos gekommen ist. Manchmal hat man Glück und dann spricht zumindest oder schreibt zumindest einer in der Zeitung darüber. Und das ist ja eine tolle Sache, wenn Andreas Gilb einen Film, den er entdeckt hat, hervorhebt und eine ganze Seite darüber schreibt. Der Film läuft dann auf 20 Leinwänden in Deutschland. Und natürlich nicht darüber. Also kann ich ihn gar nicht sehen. Jetzt muss ich ein halbes Jahr versuchen, schalte ich mir meinen Account bei Moviepilot, schreibe ich mir rein, muss ich erinnern, muss ich sehen und so. Aber meistens vergesse ich es doch. Und das nervt Independent Producers. Und natürlich diejenigen, die heute Nachmittag dran sind, Digital Channel Providers, also die VOD machen wollen, die möchten endlich ein attraktives Portfolio haben und verstehen gar nicht, warum Herr Koch sagt, wir kriegen den Film doch zuerst. Na, weil wir können ja viel mehr Leute ansprechen, zum Beispiel. Wenn ihr uns nur lasst. Wer ist das Digital Channel Providers? Unter anderem Google. Wir haben 2005 eine Studie durchgeführt, das war einer der Gründe, warum ich damals fast aus diesem Saal geschmissen wurde. Da hat die Welt groß aufgemacht, der Mann, der den Untergang der Filmbranche verschuldet, haben sie nicht geschrieben, aber vorhersagt oder so, der Kinobranche, was wirklich ein Quatsch war. Deshalb will ich Sie auch gar nicht damit behelligen, hier mit diesen Ergebnissen. Ich habe nochmal in den Daten gegraben und habe noch ganz interessante Dinge gefunden. Wir haben uns nämlich mal angeschaut, also ich zeige Ihnen mal ganz gut das Design, was wir hier hatten. Sie sehen hier, unser Modell, unser Gedanke war,
woher kommt das Geld? Was sind die Faktoren, die Geld, also das Kinogeld, das Filmgeld, über alle Kanäle? Das kommt von daher, dass sich ein Konsument entscheidet. Wir sagen, er entscheidet sich auf Basis von drei Faktoren, ja, die sogenannten Channel Preferences, wie gerne gehe ich ins Kino versus Home Entertainment versus VOD, den Preis, den ich bezahlen muss und meine Präferenz bezüglich des Timings. Ja, wenn mir das egal ist, wann auch immer ich einen Film sehe, dann alles okay. Wenn ich aber am ersten Abend da ins Kino muss, ja, dann sozusagen hat das Konsequenzen für die entsprechende Filmauswahl, für die Revenues. Darum herum gibt es auch so eine Makroebene, das ist auch das einzige wirklich theoretische Modell, was ich mir zeige, also wäre es eins mir nicht böse. Jetzt gibt es verschiedene Faktoren, die beeinflussen die Optimalität der entsprechenden Struktur. Oben links sehen Sie Perishability, das ist genau das, wie schnell man so vergisst. Ja, also wenn die Menschen nicht vergessen, was da war, müssen die Strukturen vollkommen anders sein, als wenn sie ganz schnell vergessen. So. Daneben sind die Erwartungen, da haben Herr Koch hat vollkommen zu Recht in seinem Vortrag gesagt, man kann nicht einfach einen Film nehmen und den, weil er denn gefloppt ist, nach zwei Wochen dann auswerten, ja, weil Konsumenten natürlich lernen, logischerweise. Die wissen genau, aha, der kommt vielleicht schon nach zwei Wochen, er geht nicht ins Kino. Vielleicht. Also das muss ich berücksichtigen. Was sind die Erwartungen bezüglich der Fenster? Success breeds success, wie gesagt, auch da, Kinos sind Werbeplattformen für viele Filme. Sie schaffen nämlich das, was wir Ökonomen Success breeds success nennen. Das heißt, wenn etwas erfolgreich ist, dann löst es Kaskaden aus. Das heißt, ich sehe, der Film ist erfolgreich, dann muss ich ihn mir anschauen. Irgendwann mal. Nummer 1 Effekt oder Bestseller-Effekt. Den wir haben dann, lasse ich mal die unteren beiden weg und auf der linken Seite sehen Sie dann das, wovor alle am meisten Sorge haben, nämlich die Kannibalisierung. Inwieweit eigentlich gibt es Kannibalisierungseffekte und das muss man sich eben auch anschauen, wenn ich den erfolgreichsten Kanal verdränge durch einen nicht so umsatzstarken, dann ist das ein Problem. Was wir uns angeguckt haben dabei, wir haben eine ziemlich komplexe Methodik verwendet. Wir haben uns angeschaut, wie denn eigentlich Menschen Filme sehen wollen und wo vor allen Dingen sie die sehen wollen. Es gibt ja so ein bisschen die manchmal im Raum stehende Aussage, nur im Kino ist der Film schön. Wir haben hier mit einer Conjoint-Analyse ein sehr komplexes Design, wo wir nicht direkt gefragt haben, wo möchten Sie denn den Film sehen, sondern wir haben ein sogenanntes e-kompositionelles Verfahren, zu viel Methodik, aber eigentlich auch egal, haben wir gewählt und haben das hier rausbekommen. Sie sehen, wenn wir mal alle Deutschen, die wir befragt haben, so eine repräsentative Befragung, die wir gemacht haben, damals eine Studie, die wir gemacht haben, wenn wir sehen Sie, dass der höchste Nutzen, und das ist das Ergebnis, dass der höchste Nutzen eines Filmkanals, eines Distributionskanals, von 51,8% im Kino liegt. In dem Fall vergessen Sie die 0,8 oder irgendetwas, aber ungefähr die Hälfte, wenn sie gefragt wird, oder wenn sie eigentlich nicht gefragt wird, sondern wenn ich das herausfinde aus Ihnen, wo möchten Sie eigentlich einen Film am liebsten sehen? Alle anderen Bedingungen sind gleich, ja, also Kosten sind gleich, Filme sind gleich, alles ist gleich, dann sind das ein bisschen über 50, die Hälfte, die wir im Kino sehen wollen, entsprechend 44% wollen ihn lieber auf DVD sehen. Und fast keiner will ihn auf VOD sehen. Warum ist das so mit VOD? Weil die Daten alt sind. Damals hatten wir so fast noch Modems und über Modems macht das auch keinen Spaß. Also insofern ist es, glaube ich, relativ klar, dass die Zahlen hochgegangen werden. Diese 4,1 sind heute viel höher. In den USA, das nur als Randbemerkung, sind die Zahlen noch viel höher für die anderen Kanäle. Die Präferenzen für die Home Entertainment Kanäle sind dort viel stärker. Was große Konsequenzen auch für die Strukturen hat. Wenn man Strukturen ändert, hat das gravierende Wirkungen, gravierende Konsequenzen. Wir finden zum einen, dass eine Verkürzung der Fenster, ein simultaner Start oder ein Start kurz danach,
für die Produzenten, Distributoren ein erhebliches Umsatzsteigerungspotenzial. Von Studiofilmen, muss ich dazu sagen. Nur von Studiofilmen. Das haben wir nicht modelliert, aber ich kann es analytisch heraus argumentieren, dass ich sage, das gilt für unabhängige Produzenten umso mehr, eben genau deshalb, weil es fast keine Built-in-Audience gibt. Ja? Wir finden allerdings auch starke Kannibalisierung, vor allen Dingen für Märkte, die eine starke Präferenz, große Präferenzen für Home-Entertainment-Kanäle, also für Nicht-Kino-Kanäle haben. Ja, wenn die Leute das mögen, wenn die Leute sagen, ich muss den Film ja im Kino sehen, eigentlich würde ich ihn lieber zu Hause sehen und dann kommt er zu Hause, ja, dann kannibalisiere ich. Wenn das nicht so ist, wie in Deutschland nicht so stark, dann kannibalisiere ich nicht so stark. Ja, das steht hier schon. Und ich habe eben auch hingewiesen, heute würde wahrscheinlich die Kannibalisierung gerade in Ländern mit nicht so besonders starkem oder mit starker Präferenzen der Leute für Nicht-Kinokanäle würde noch viel größer sein, weil wir eben heute eine viel größere Attraktivität von VOD haben. So, meine, wenn man denn Veränderungen haben will, dann sind meine Konsequenzen daraus die folgenden. Das erste ist für mich, da würde ich erstmal den Herrn Koch jetzt in die Pflicht nehmen und würde sagen, ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem und das muss man ernst nehmen, denn wir wollen alle ein gesundes Kino behalten und ehrlich gesagt basiert natürlich der Erfolg dieser verschiedenen Fenster auch darauf, dass das Kino weiter existiert. Ja, wenn aus Skaleneffekten gar keine Kinos mehr da sind, dann kann man auch nicht 20% realisieren. Ist mir schon klar. So, jetzt ist aber so, dass ich der Meinung bin, da kann man helfen, da muss man Regeln finden, da muss man Unterstützung finden, aber man muss auch die Unterstützung von Ihnen einfordern. Ich würde mir mehr Innovativität erfordern. Diesmal heißt das nicht Professionalität, sondern in dem Fall sage ich Innovativität. Ich habe mal Beispiele rausgesucht, wo eigentlich viel passiert, wo eigentlich Innovation passiert in der Filmbranche. Was kommt jetzt? Wo muss ich hin? Da, ups, das war einer zu viel. Wie gehe ich zurück mit dem? Oh Gott. So, Netflix, wissen Sie, Netflix produziert, ist eigentlich ein klassischer Video-Retailer, ja, oder Video-Verleiher, produziert Content. CBS entsprechend macht Ähnliches, geht in Kinofilme hinein. Amazon fängt an, Content zu produzieren. Ja? Und Focus Features und partnert entsprechend mit Random House, um eine Allianz zu bauen, wie man besser Filme, Stoffe generieren kann, auf die Leinwand zu bringen. Jetzt ist Focus ein ganz klassisches Hollywood, kleines Studio. Aber Random House eben nicht. Random House eigentlich ein Buchverlag und eigentlich sind es auch weiterhin. Und Random House entsprechend macht jetzt Film. Das ist völlig neu. Der einzige Bereich, wo ich eben die Innovation im Moment noch nicht sehe, außer 3D, ja, und Qualität und so weiter, aber ich würde mir wünschen, dass ich auf diesen Folien auch innovative Ansätze von den Kinos sehe. Mein Beispiel ist, ich habe ja auch geschrieben, vertikale Integration. Warum denn bitteschön soll es nicht möglich sein, dass sich der Kinobetreiber nicht mehr als Kinobetreiber, der Kinomanager nicht mehr als Kinomanager definiert, sondern als Medienunternehmer? Warum soll es nicht so sein, dass das Kino sagt, okay, liebes Studio, wir können ja darüber reden, dass eine kurze Zeit nach dem Kino-Release der Film auf VOD kommt, aber doch bitte nur bei mir. Und ich mache Revenue Sharing genauso, wie ich Revenue Sharing mache mit das Kino, die Kinoleinwände. So mache ich das Revenue Sharing für mein VOD-Angebot. Das nur bei mich läuft. Google kann später kommen. Wahrscheinlich gibt es gute Gründe, aber zumindest ein Vorschlag in aller Güte. Ich bin aber nicht fertig insofern, dass ich Kritik nur an den Kinobetreibern üben würde, sondern ich würde viel stärker oder genauso stark die Produzenten und Distributoren in die Pflicht nehmen.
Und ich bin der Meinung, dass die Angebote, die sie im Moment sind, eigentlich die VOD-Angebote eines aussagen, nämlich wir verstehen eigentlich den Online-Content gar nicht. Wir verstehen den Online-Markt überhaupt gar nicht. Und wenn ich Ihren Vortrag gehört habe, ich genau bei Ihnen, sozusagen, so muss das sein, so muss das passieren. Und nicht nur bei Ihnen, das passiert bei anderen auch, die machen ja ähnliche Strukturen. Wenn ich mir angucke, wie schlecht die VOD-Angebote im Moment sind, nicht nur was den Inhalt, der dort angeboten wird, sondern vor allen Dingen auch das Handling. Ja, ich meine, haben Sie eine PlayStation 3 veröffentlicht? Hat eine, haben Sie mal versucht, über Laughlin dort was herunterzuladen? Ja, über den Sony PlayStation Store? Hat das jemand mal gemacht? Ich sehe Sie zwar fast nicht, aber Ihre Hände würde ich sehen. Okay. Also ich hab's probiert, schrecklich. Ja, Usability ist so ein IT-Wort, was aussagt, wie zufrieden Menschen sind mit dem, was da angeboten wird. Und Usability ist grässlich für diese Seiten. Unabhängig davon, dass ich keine Untertitel bekomme, dass ich eine schlechtere Auflösung bekomme, dass ich überhaupt eigentlich gar nichts Gutes bekomme dort. Das kann nicht sein. Ja, und wenn ich möchte, dass die Leute aufhören, sich den Content illegal zu besorgen, dann muss ich zumindest, wenn ich andere Angebote mache, die wenigstens gut machen, meine ich dir nochmal. Hier jetzt nur zwei Angebote. Hier Premium VOD war so ein Test, 2 Monate. 2 Monate, das heißt die halbe Strecke zu Ihnen, ja, für $60. Ja, ganz ehrlich, dann kommt das Ergebnis, der Test funktioniert nicht. Ja, Hammer. Das hätten wir alle überhaupt nicht gedacht. Wer hat von Ihnen ein Android-Telefon? Okay. Müssen eigentlich mehr sein, aber lassen wir mal. Das ist hier so ein Statement, die haben ja Google Play, kennen Sie? Auf Ihrem Telefon Google Play, das schreibt da einer, ich lese das jetzt nicht vor, was für eine desaströse Benutzerführung und so weiter da ist. Ja. Google müsste es eigentlich können, kann es aber auch nicht. Das sind echte Versuche, VOD zu machen, klappt alles nicht. Und Christine Berg sitzt hier von der Filmförderungsanstalt. Ich habe ihr versprochen, einmal muss die Filmförderungsanstalt auch genannt werden. Das muss ich jetzt ganz kurz sagen. Christine und ich kennen das ungefähr unendlich viel, 40 Jahre, denn wir haben zusammen Abitur gemacht und treffen uns heute das erste Mal hier. Ne? Ist doch ein Moment. So, und da muss ich doch gleich reinschreiben, Filmförderungsanstalt. Eigentlich hätte ich Sie reinschreiben müssen. So, was ich hier sage ist, auch dort sind meines Erachtens die Mechanismen der Förderung veraltet. Sie richten sich nach dem 1980er-Modell und nicht nach dem 2012er-Modell. Und zum Beispiel müsste es doch so sein, dass man sagt, wenn ein Film große Kapazitäten hat, auf VOD extrem erfolgreich zu sein, dann müssen auch solche Umsätze genauso gewertet werden, wie die Umsätze, die er im Kino macht. Warum muss denn ein Film im Kino starten, wenn er ein ganz anderes Potenzial hat? Das verstehe ich. That's the end. Und wenn Sie Fragen haben, dann gerne an diesen Seiten. Ansonsten, glaube ich, sind wir jetzt durch und ich sehe Sie eigentlich fast gar nicht und ich setze mich jetzt einfach hin, oder? Ja. Klasse, gut. Dankeschön.